Guten Tag, meine Freunde, hier ist der Gusua wieder. Ich bin immer noch im Boost. Ja, es ist immer noch der zweite Account. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Bloß wie gesagt, mit dem ersten Account bartschen ist ein bisschen langweilig. Ja, der ist doch nice. Der ist doch mal richtig sweet und hat schön sein... Boah, sehr geil, sehr geil. Okay, okay. Yay. Ich würde mal sagen, hier ein Drache, da ein Drache. Und das soll es gewesen sein. Ich glaube, mehr brauche ich nicht. Lo? Was hat er gemacht? Echt, was? Egal. Ich kann nur davon profitieren, auf jeden Fall. Das ist natürlich echt ziemlich geil. Also hier mache ich mir auch gar keine Platte mit den Bogies. Ich denke, die sollten mich nicht so sehr zerballern. Das sollte passen. Was hat er sich unter der Base vorgestellt? Aber gut, passt halt. Passt halt. Sowas kann man natürlich auch als Rathaus 8 Base bezeichnen. Aber gut. So, wie gesagt, da haue ich natürlich auch kein Rage raus. Da haue ich auch nicht meinen King raus, weil warum soll mein King hier jetzt aufs Maul bekommen, wenn die Drachen hier einfach regeln? Also das ist einfach doof. Passt. Dauert halt ein bisschen an Zeit, klar, aber damit kann ich leben. Das passt. Ja, cool. Hier seht's halt wirklich wieder, dass die Drachen halt wirklich echt enorm viel an Power haben und halt wirklich eigentlich alles abkönnen, außer halt wirklich die Luftbomben und halt wirklich die Luftabwehr. Alles andere ist denen halt wirklich relativ egal. Die Bogietürme ballern da drauf und können da halt nicht wirklich was ab oder beziehungsweise eben dem Drachen anhaben. Und dann geht hier auch gleich noch das Town Hall down, denke ich. Und ich habe natürlich auch nichts dagegen, wenn ich hier noch das Dunkle abziehe. Aber da wird es halt, ja genau, da hätte ich jetzt noch gar nicht gedacht, dass es da schon aufgibt. Aber sobald ich natürlich in den Bereich der Air Defense komme, wird es halt eine ziemlich schwierige Nummer. Ich würde natürlich gerne ein bisschen weiterspulen. Geht natürlich leider nicht, ist Live-Angriff. So, jetzt holt er hier noch Bogies raus. Okay, dann kille ich hier noch seine CB. Und das war's dann aber auch. Mehr hält der Drache natürlich nicht aus. Und noch einen weiteren Drache setzen wir hier einfach total fehl am Platz. Klar. Ja, ich denke mal, da wird eh nicht mehr weit was rauskommen bei. Aber das ist doch in Ordnung. Mit zwei Drachen einfach Loot bekommen, passt. Ja, ich glaube, die nehme ich hier auch mit. Ich meine, nur 130 Gold. Aber inklusive der 180 Alex gönne ich mir die, glaube ich, auch noch. Da. Und dann haue ich noch einen Rage raus oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich nehme hier noch mit dem King das Gold mit. Und dann sollte das ganz, ganz easy laufen. Einwandfrei. Der erste Drache wird sich gleich hoffentlich um die Air Defense kümmern. Aber die ist auch auf Level 1. Ich meine, das ist noch Pillepalle. Yo, lootmäßig sind wir soweit durch. Das passt. Hier haben wir nur noch den einen. Okay, da schauen wir mal, ob sich das lohnt überhaupt. Na, ich meine, die Pokis nehme ich noch mit. Zack. Jetzt mal meine Bananenschale entsorgen hier. So, Drache. Ja, aber viel mehr geht hier nicht. Aber vielleicht kriege ich wirklich halt noch die 50%. Wäre natürlich eine nice Nummer, aber das glaube ich nicht. Das wird hier ein bisschen tricky. 43. Na, ich denke mal wirklich, der Magierturm, der macht dann den Rest. Ah, obwohl, der Drache geht noch ganz gut. Mal gucken, was ich gespendet gekriegt habe, sehe ich gerade. Ich könnte hier ja noch... Ach ja, cool. Läuft halt bei mir. Genau, dann haben wir da noch die 25.000. Ich meine, wir müssen nichts verschenken. Ganz ehrlich, wir müssen nichts verschenken. Und wenn wir eine CB haben, die relativ nice war, kann man die natürlich auch gerne raushauen. Passt, ist in Ordnung. Nebenbei sollte ich noch ein bisschen Werbung für den Clan machen. Also wenn ihr schauen wollt, ihr müsst ab Town Hall 9 sein. Und dann könnt ihr gerne mal im Pusher-Clan vorbeikommen. Hashtag zeige ich euch auch. Da habt ihr den Hashtag. Und... ich meine, 26,50 passt. Alles in Ordnung. Gucken wir mal.
Ein Urlauber gefarmt. Oh, sehr geil. Sehr geil. Und eben auch wieder nice, nice Troops. Nice Troops. Hier seht ihr wieder Action. Queen wird hier schön, weil sie halt da steht und in dem Bereich definitiv liegen bleiben wird. Zack, schön Gift gesetzt. Passt. Hier würde ich jetzt schon, ich hätte hier jetzt einen Heal gedroppt, ganz ehrlich, weil wir hier Einzelschaden ohne Ende haben. Hier wäre der Heal perfekt, dass die Riesen halt am Leben bleiben. Und ehe man durch die Mauer durch ist, ganz ehrlich, das wäre der perfekte Heal gewesen. Hier, nee, sehe ich nicht so. Ganz ehrlich, sehe ich nicht so. Hätte ich nicht da gemacht, weil hier hatten wir als Einzelschaden gerade mal die Tesla. Und von hier gab's, ja hier, seht ihr ja, riesenmäßig hat hier nicht wirklich viel überlebt. Schade. Aber schauen wir mal, was hier noch geht. Ziel wären natürlich dann noch hier die Sammler und Minen auf jeden Fall. Queen ist noch ragebar, von daher regelt die garantiert noch einiges. Die Packer darf man nicht vernachlässigen. Die haut hier noch gut zu, auf jeden Fall. Passt. Ja, nice. Schön auseinandergenommen. Und dann halt die einzige Sache, halt wirklich noch die Tesla hier, die hier noch... Na, rage doch die Queen. Ah, okay, und jetzt... Ja, genau, okay. Einwandfrei. Gut gemacht. Weil ich dachte nämlich schon, jetzt rennt die Zeit weg, jetzt rennt die Zeit weg. Das wird ein bisschen eng. Passt aber. Nee, richtig nice. Nice Loot, nice Troops. Passt. So, ja, achso, genau, ging darum, dass ich da nochmal in den CW gucken sollte, wie das hier so ablief. Ganz, 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 ganz krass anders als bei uns halt wirklich, weil halt wirklich 3 Townhall 10er ist bei uns halt gar nicht so. Bei uns halt wirklich so, ja, maximal Townhall 9, weil wir halt da echt drauf achten. Halt wirklich, wenn es halt nicht ganz gemaxt ist, sag ich mal, ist halt... Klar, es ist natürlich schwierig für jemanden, der gerade Town Hall 9 gegangen ist, der aber maxed out 8 war. Ich meine, ganz ehrlich, mittlerweile erkenne ich sowas ja auch, dass ich sehe, gut, okay, ey, komm, passt auf, der war maxed 8. Dann kann man sowas halt auch nehmen, ganz klare Geschichte. Da gucke ich mir einfach die 3 Stars an, dass man halt einfach mal sieht, was hier abgeliefert wird. Aber ist halt... Ganz klare Sache, als Town Hall 9er ein Town Hall 8er angegriffen, da ist jetzt der 3-Star auch nichts Besonderes. Hier jetzt gewartet halt, ja, wie es halt eben auch mal machen sollte, wirklich bis die CB halt down ist, aber die ist halt hier auch nicht down und das kann natürlich immer zum Problem führen. Und der Golem, muss man sagen, ich meine, bevor er überhaupt durch eine Mauer durch ist, und wir reden hier von einer 6er Mauer, ja, ist er schon gesplittet. Ja, halt schön mit den Golems rein. Und dann kann man halt schön mit den Magiern außen regeln, ganz klar. Ja, ja, klar, easy. Schöner Overkill, würde ich sagen. Schöner Overkill. Aber wie gesagt, das ist halt nicht... Ganz ehrlich, das wäre nicht mal für mich schwer. Da hänge ich mich auch nicht wirklich weit raus. Das ist halt nicht so hardcore. Kriegsereignis. Gucken wir mal, ob wir hier noch was richtig Schönes aus der Trickkiste rauszaubern können. Je suis euer Vater, auch nicht schlecht. Würde es heißen, je suis ton, ich weiß nicht, ob es ton heißt, aber ton père, glaube ich, irgendwie sowas. Odin hat, na, es 7. auf dem 9., das ist auch nicht, denn dann gucke ich mal auf, dann gucke ich wirklich mal auf heroische Angriffe. Da bin ich gespannt, ob wir da halt was sehen. Crank 6 auf 6. Mit einer Go-Wipe. Hier halt wirklich, die Mauerbrecher haben mir gefallen. Die Mauerbrecher sind halt sweet gelaufen, sage ich mal. Das passte hier schön gleich rein.
Und denke ich auch, hier ist halt dieses Hauptproblem, jetzt sieht man es gar nicht so, so krass. Aber wenn man hier halt wirklich den King dann wirklich laufen lässt, also den gegnerischen King, und der knallt dir einfach mal die Golems kaputt. Aber deswegen kam jetzt hier vom Crank halt eben auch die Magier hinten rein. Das ist halt eben wirklich weit, ich weiß, hinten rein, das darf man nicht sagen. So, also kam halt die Magier, dass halt wirklich der King ausgeschaltet wird, weil sonst hat man echt ein Problem. Und die Lava-Pups werden natürlich hier auch relativ schnell zu einem Problem. Aber, na guck mal, die ist ganz schön beschäftigt hier alles. So, jetzt natürlich die Packers, die reingehen müssen. Weil sonst ist das hier echt schwierig. King noch drin. Ja, cool. Rathaus down. Passt. King und Queen in the middle. Dann ist ein 2-Star sicher. Weil, wie gesagt, ich habe nicht weiter reingeschaut, ob es jetzt was mehr war. Aber ein 3-Star war es nicht. Das weiß ich. Aber immerhin schon mal ein 2-Star. Und ja, da wird auch nicht mehr viel passieren. Ah, hier haben wir Magier noch am Start. Also ich sag mal, diese Parzelle wird hier noch down gehen, auf jeden Fall. Die Packer ist gleich down hier unten. Aber die Parzelle, denke ich, wird hier halt wirklich noch da. Ja, genau. Ja, wie gesagt, also mittlerweile mit dem Einschätzen klappt das bei mir auch. Und dann war es das aber, glaube ich, auch hier. Ja, ja, da geht maximal, ja genau, ja, einwandfrei. Ja, hier Golem, klar, da passiert aber auch nichts mehr. So, also wie gesagt, wenn ihr da wollt, könnt ihr gerne mal bei den Pushern vorbeischauen. Bin noch eine Rauchen gefährdet, die Gesundheit. Nee, aber wie gesagt, ansonsten könnt ihr euch da mal reinhängen. Aber wie gesagt, ich hoffe, euch hat das gefallen. Und dann ist das schick. Jetzt lieben wir den mal wieder. Zack, zack, zack. Und wir gehen mal in den 1 Million Loot Clan. Gucken wir da nochmal, was geht. Und dann ist das schick. Aber wie gesagt, auch nur das Fresheste. Und mehr wollen wir nämlich nicht sehen. So, wir haben hier Tori. Ich würde mal tippen, einen kompletten Maxed Out Town Hall 9er. Also Tori, der Angreifer. Weil er halt eben wirklich schon einen King auf 25 hat und so truppenmäßig alles maxt im Town Hall 9er Bereich. Von daher denke ich, dass es definitiv ein Town Hall 9er ist. Und schauen wir mal, was er hier kann. Haut halt wirklich schön die Riesen vor. Ist natürlich ziemlich, oh, sehr geil. Die teilen sich hier noch echt ziemlich nice. So, jetzt muss man gucken. Ich würde hier fast schon den Heal droppen, den ersten, weil halt wirklich auch ein bisschen Einzelschaden dabei war, oder? Ich meine, wenn die dann erstmal down sind, hier, kommt, dann drop hier den Heal. Dann drop. Ja, nice. Wollen wir sehen. Schade. Ja, ärgerlich. Echt, ich habe nämlich auch gedacht, oh, komm, drop den und dann, scheiße. Klar, war natürlich kein Dev-Gebäude mehr da. Hätte ich ganz genau, also ich hätte den Heal noch vorher gedroppt, aber wäre mir auch passiert. So, jetzt hier wird es interessant. Hier wird es ganz interessant. Ich meine, er hat natürlich durch die Bogies noch richtig Vorteil, aber ganz ehrlich, wenn man den halt wirklich nicht geraged hat, ist es halt echt auch gegen einen 10er Queen, selbst mit 25, gegen 10er King, mit einem 25er King, sieht der auch schon ganz schön mitgenommen aus. Ganz klare Geschichte. Muss man echt vorsichtig sein. Dann halt wirklich, besonders wenn ihr jetzt zum Beispiel wenn ihr halt wirklich einen unterlevelten King habt, ich sag jetzt mal einen 5er, und der Gegner hat einen 10er King als Dev, haut wirklich direkt, sobald ihr gegen den King gegenlauft, haut da bitte gleich den Rage rein. Dass ihr halt wirklich die Barbaren zusätzlich habt und halt wirklich den Rage-Mode richtig reinballern. Dann habt ihr dann eine echt gute Chance, selbst mit einem kleineren King im Rage läuft das. Einwandfrei, richtig geiler Loot. Vielen Dank dafür, Tori. Ja, hier, der hier hat nur die zwei Luftabwehren und die Magiertürme halt relativ low. Von daher ist die Chance relativ groß, den komplett. Ich hau hier mal drei, aber ich probiere es halt
auch ohne Rage. Ich hoffe, dass ich mich da nicht anmeiere. Oh, der erste Drago geht down. Jetzt hat der Sack sogar noch Lakaien drin. Nee, dann muss ich hier wirklich nachbessern und wirklich noch einen Rage reinblasen. So, und jetzt aber nichts mehr, weil reicht ja auch. Ich habe ja viel zu viel rausgeknallt. Hier könnten wir probieren, aber ich meine, eh der King da regelt und den Luftfeger wegbläst, ist ja, aber jetzt brauchen die Drachen auch nichts mehr zu befürchten. Das passt hier. Aber weil halt wirklich Gold gut was da war, Alex ging auch. Von daher habe ich mir gesagt, gut, okay, den können wir angreifen. Das passt. Das ist ganz nice. Oh, jetzt geht mein King gleich down. Aber ist cool, dann beschäftigt sich der Bogenturm wenigstens mit meinem King. Und dann können die Dragos halt schön hier richtig regeln. Ja, bin ich ein bisschen verärgert drüber. Ich hätte ein paar weniger doch nehmen können. Aber ich dachte halt wirklich, jetzt kommen die Luckys und dann ein bisschen tricky. Mal gucken. Ja, war okay. Schade, ich hätte mir noch ein bisschen mehr Dunkles gewünscht, aber ist nun mal nicht anders. So, das soll es aber wieder von der Folge gewesen sein. Wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, in dem Stil, in dem schön wegschneiden, dann lasst gerne mal ein Like da und dann wär's das. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr möchtet. Haut rein. Ciao, ciao.